Diese Woche bei Bücher, auf die wir uns nicht umsonst gefreut haben, Literatur und Kritik mit dem Auszug aus einer Geschichte von Hiroyoko Oyamada, Spinnenlilien. Er hatte ja Glück im Unglück, dass das Gehirn nicht beschädigt worden ist. Was, wenn er gelähmt worden wäre und nie mehr hochkäme? Ja, das wäre schlimm. Übrigens, was tun Sie, wenn jemand ein Gerstenkorn bekommt? Wie bitte? Ein Gerstenkorn? Rief die Schwiegermutter verwundert. Ja, Hiroyuki hat ein Gerstenkorn bekommen. Die Krankenschwester hat ihm Augentropfen gegeben, aber die scheinen nicht zu wirken. Es ist ihm ziemlich lästig. Wirklich? Als ich bei ihm war, hatte er keines. Ich weiß nicht warum, aber schon als er klein war, bekam er oft ein Gerstenkorn. Tatsächlich? Ja. Wahrscheinlich ist es eine körperliche Veranlagung. Er muss eben Augentropfen nehmen. Sie hatte die Zeit nicht erlebt, in der Großmutter so viel Milch produzierte. Also war es klar, dass ihre Schwiegertochter die Heilmethode nicht kannte. Die Großmutter hatte mir erzählt, dass Hiroyukis Mutter keine Milch bekam, woraus folgt, dass in ihrer Generation die alte Methode außer Gebrauch gekommen ist. Als ich das Wort Muttermilch aussprach, machte die Schwiegermutter nach einer kurzen Verzögerung »Hä?«, was bedeutete, dass sie glaubte, nicht richtig gehört zu haben. Draußen vor dem Fenster war es plötzlich dunkel geworden. »Naja, ich habe mal gehört, dass Muttermilch gegen Gerstenkörner hilft.« »Wie bitte? Muttermilch? Was soll das heißen? Wer hat dir das denn erzählt?« »Meine Großmutter«, antwortete ich und fügte hinzu. »Sie ist gestorben, als ich noch klein war.« »Sowas«, sagte sie mit hoher Stimme. »Das nennt man Volksmedizin oder wie?« »Nein, von dieser Methode habe ich noch nie gehört. Es ist doch schade.« »Was ist schade?« »Ich hatte wirklich sehr viel Muttermilch, als ich Hiroyuki gestillt habe.« Ich hielt den Atem an. Mit hoher Stimme fuhr die Schwiegermutter fort. »Wenn sie so gut wirkt, hätte ich sie verwenden sollen, wenn er ein Gerstenkorn hatte. Ich hätte sie tiefgefroren und aufbewahrt. Es blieb immer so viel übrig.«